Die Straßenbahnen in Schwerin haben schon 20 Jahre auf dem Buckel. Die Fahrgäste bekommen dieses Alter nicht mit fehlendem Fahrkomfort zu spüren. Das ist den regelmäßigen Instandhaltungsarbeiten des Nahverkehrs Schwerin zu verdanken. Allen voran eine gute Werkstatt, dass wir keinen Investitionsstau haben, weil permanent alles, was gemacht werden muss, auch gemacht wurde in der Vergangenheit. Und wir haben zwischendurch auch immer leicht modernisiert. Dennoch sind die Straßenbahnen jetzt mit einer ausführlichen Hauptuntersuchung dran. Infrastrukturminister Christian Pegel konnte heute unter anderem für diese Arbeiten einen Förderbescheid von insgesamt 3,1 Millionen Euro übergeben. Denn die Straßenbahnhauptuntersuchung ist mit enormen Kosten verbunden. Für jede Straßenbahn werden ca. 600.000 Euro ausgegeben. Umso erfreulicher, dass der Förderbescheid gleich die Jahre 2018 und 2019 beinhaltet. Die Hauptuntersuchung für die Straßenbahn geht über sechs Jahre, 6 mal 5 Straßenbahnen, also 5 pro Jahr. Dann sind alle 30 durch. Und wenn man 2 Jahre Sicherheit hat und schon die Aussicht bekommen hat, dass es weitergeht, erleichtert das unheimlich, was die Beschaffung von Materialien betrifft, Beschäftigung von Personen auch und den Arbeitsprozess insgesamt. Auch die Anschaffung der geplanten Elektrobusse kann mit den Fördermitteln nun weiter vorangetrieben werden. Der aktuelle Stand ist, dass die Bundesförderrichtlinie da ist. Wir wissen also, was gefördert werden kann an Mehrkosten bis zu 80%. Wir treffen uns demnächst mit Rostock, mit der RSAG. Die wollen 2 Busse beschaffen, wir 3. Und auch Ribnitz-Damgarten will sich mit 1 Bus ranhängen und dafür ist auch Geld da. Mit der Straßenbahnhauptuntersuchung werden auch gleich einige Nachrüstungen vorgenommen. Geplant sind eine 2. Klapprampe für Rollstuhlfahrer und ein Fahrerassistenzsystem.